Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wir machen heute weiter hier mit Mist verladen, dass wir noch ein bisschen was in die BGA kriegen. Und ja, Silage hat man ja gestern noch in Gang gesetzt bei der BGA. Da kommt dann auch noch ein bisschen Geld rum, ist ja leider nicht mehr, die Silage kriegt man ja nicht mehr so viel Geld. Gibt es leider nicht mehr das, was wir uns mal erhofft hatten, wo wir die Berge an Silage doch gemacht haben, oder die zwei Silos. Bei dem LKW hat aber einer den Motor angelassen. Ja, dann hat man ja gesehen, dass auch die Tiere schon wieder versorgt werden könnten. Ich glaube, das ist sowas, was wir sehr oft machen müssen. Ich meine, gut, bei geht ja mit Seasons um real was darzustellen. Ist natürlich so, dass Tiere täglich versorgt werden müssen, ist klar. Müssten wir nochmal eine relativ gute Einnahme kriegen dann von der BGA. Achso, da müssten wir natürlich auch mit dem hier runterkommen. Eigentlich schon mal vorher unsere Förderbänder ausschalten, oder? Die Maschine fährt da hinten noch, wie wir sehen. Mal gespannt, ob Saat gut reicht. Ups. Waren wir gar nicht weit genug vorne, ne? Das wird schon mal eine ordentliche Ladung hier. Ups. Hängen bleiben im Hänger. Also sehen wir diese Doppelbelegung auf dem Stick vor der Kamera, das ist nicht so gut.
dann machen wir erstmal die Schaufel leer und dann kratzen wir da noch den Rest raus. So, da wäre der Misthaufen auch leer. Nehmen wir gleich mal den Radlader und machen hier vorne die Kühe sauber. Hat man ja gesehen, müssten wir auch machen. War nicht so viel Licht. Also die Silage wird natürlich noch nicht reingehen, ne? Irgendwie ist das hier so ein bisschen, er setzt eben vorher mit seiner Schaufel auf. Da hebt es mir vorne die Räder aus, da kann man nicht mehr richtig lenken. So, passt da rein. Nee. Dann muss halt die Silage ins Silo. Was wir auch machen können, wenn wir einmal hier sind mit dem Radlader, den auch mal reparieren. Ein bisschen was kaputt ist er. Hier ist schon wieder ein Hauch Mist drin, aber ich glaube, da wären wir nie so richtig fertig. Wir haben zwar jetzt bloß 89% hier geladen, aber das denke ich mal, das ist nicht so schlimm. Also wir müssen erstmal, wenn wir unten angekommen sind, die Förderbänder ausschalten, sonst kriegen wir ja überhaupt nichts rein, die BGA. Theoretisch haben wir schon wieder unseren Düngerstreuer verpasst, ne? Der wird doch das zwei Bahnen schon längst fertig haben, ne? Was macht überhaupt unsere Sämaschine auf Feld 10? Da hat auch fast die Langbahn fertig. Und Helfer B ist fertig. Helfer B wird unsere Sämaschine in Sonnenblumen sein. So, dann mogeln wir uns mal schon hier daneben.
mal hier einen Helfer entlassen und sagen mal Förderband abschalten. Dann müsste es ja noch leer laufen. Ach, hier vorne ist es auch rumgesprungen. Naja. Ja, sieht ja auch ein bisschen abenteuerlich aus, aber ist so. So, dann werden wir uns erstmal unsere Helfer kümmern, unsere eigenen hier. Der ist natürlich hier erfolgreich fertig. Saatgut hat zum Glück gereicht. Ja, weiß ich noch nicht, wie das aussieht mit Wachstumsstufen, aber eigentlich ist ja das ganze Feld unter angepflanzt. Müsste ja theoretisch eine Wachstumsstufe werden, oder? Sehe ich das falsch? So, Sämaschine muss ebenfalls repariert werden. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, können wir eigentlich mit der Sämaschine auch noch einen Lohnauftrag machen dann. Und erstmal ähnlich auf dem Trigger. So, wo ist unser Düngerstreuer abgeblieben? Der steht ja bestimmt schon ewig rum. Mit denen werden wir aber unten ein Vorgewände machen müssen. Und wir fahren ja gleich erstmal die Bahn selber runter. Wenn unten eine Quere läuft ja die Straße, damit wir doch nicht klarkommen. Also würde ich meine, kommen wir relativ gut ran hier, gut voran mit Düngen. Wenn wir jetzt hier Vorgewände machen, dann fährt er noch, ja, drei Bahnen wird er brauchen. Dann ist ja dann nur noch Feld 1 über, momentan. Aber ich weiß nicht, wird das Unkraut mehr, diese Flecken, oder wird es nicht mehr? Ganz schwierig zu beurteilen halt. Hier geht's weiter. So, und dann kommt hier auf die lange Bahn und dann können wir fleißig dahin düngen. Meine gute lange wird nicht brauchen, wie gesagt, drei Reihen, drei Bahnen. Ja, wird's nicht. So, die machen wir noch ein bisschen sauber, unsere Radlader. Ja, den letzten Mist noch abkärchern sozusagen. Was war denn das?
verrecken die Hühner nicht mehr bei Seasons? Haben wir Kleiner nie sauber gemacht. Sauberkeit 100%. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Wir waren hier lang unterwegs. Achso, er ist jetzt schon fast auf dem kurzen Bahn angekommen. Ja, Dünger hat er reichlich verbraucht. Der Raps, Saatgut könnte reichen, was drin ist. Hier geht es natürlich noch nicht weiter, ist immer noch zu kalt der Boden. Hier können wir mal gucken, ob wir was ausschütten können. Gut, passt leider noch nicht alles rein. Sehen wir mit allen drin stehen. Sämaschine ist drin. Trecker ist natürlich drin und Gewicht ist auch drin. Ne, ich will es nicht verkaufen, ich will es reparieren. Lässt sich nicht reparieren? Okay. Eine gefährliche Sache, wenn sie da verkaufen kann ich umspringen. So, genug Wasser dran. Ja, dann stellen wir die Sämaschine erstmal weg. Nicht rein, fliegen wir zurück hier. So. Ja, aber würde ich sagen, das war's dann für die erste Folge heute. Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Helfer G kann ja eigentlich nur noch, würde ich meinen, unser Düngerstreuer sein, oder? Ah, da auch wieder so ein Mini-Streifen hier übrig gelassen. Gut, das werden wir uns dann aber heute Nachmittag in der zweiten Folge angucken, was wir mit dem machen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Und vielleicht bis heute Nachmittag. Bis dahin und tschüss.